Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was geht los da rein? Ja, in der 7. Folge jetzt geht es um das Downloaden von Store-Sachen aus dem offiziellen Sims 3 Store. Und um Mods, wie installiere ich die, was sollen die eigentlich und brauche ich die denn? Ja, um euch all diese Fragen zu beantworten, fangen wir jetzt auch gleich an. Und zwar mit unserem ersten Thema, Store-Inhalte aus dem offiziellen Sims 3 Store. So, hier befinden wir uns auch schon auf der Startseite von der offiziellen Sims 3 Seite. Und ja, kommen wir auch gleich mal dazu, euch zu erklären, wie ihr zu euren Simpoints kommt. Also ihr klickt dort oben auf den Store und dann auf Simpoints kaufen. Dann kommt ihr zu der wundervollen Startseite mit den Simpoints Bündeln. Ja, die reichen von 24.360 Simpoints für 112 Euro bis zu 1000 Simpoints für 7 Euro. So, ihr seht ja jetzt auch schon, es ist auch in verschiedenen Bündeln aufgeführt. Also es gibt da Kombinationen mit Städten und was weiß ich nicht was. Und ja, wie bekommt ihr jetzt diese Bündel? Ihr geht danach, wenn ihr euch ein Bündel ausgesucht habt, auf diese Zahlungsoption. So, da habt ihr folgende, so sieht das Ganze dann aus. Also ihr könnt dann über PayPal oder eure Kreditkarte, die ihr dann da rechts eingeben könnt, dann bezahlen. Hier habe ich euch auch nochmal aufgeführt, welche Kreditkarten angenommen werden oder welche anderen Zahlungsoptionen ihr habt. Ganz unten seht ihr auch die Simpoints Card. Ja, zu dieser zeige ich euch jetzt eine kurze Collage und zwar, ihr habt ja da oben rechts, also da so ziemlich mittig oben, seht ihr die Händler, die diese Simpoints Cards anbieten. Und ja, diese Händler nutze ich persönlich auch. Mein Favorit ist auch mit aufgeführt, falls es euch interessiert. Dort kaufe ich meine Simpoints auch immer, genauso wie meine Spiele. Und ja, eine weitere Frage, um euch zu beantworten, hey, was mache ich mit den Simpoints, wenn ich sie verschenken will? Dort habe ich euch jetzt noch was anderes aufgeführt. Ihr seht schon, da habt ihr einmal die Wunschliste von einem Freund aufgeführt. Da steht dann meine Wunschliste und drei Objekte, die habt ihr mal oben rechts im Feld zu sehen, wo ihr euren Freund auf seiner Seite besucht. Und ja, da seht ihr die Wunschliste eures Freundes, was er gerade so haben will oder was auch nicht. Beziehungsweise was er nicht haben will, das seht ihr eben nicht. Aber das ist ja ganz logisch. So, wenn ihr dann auf eure Wunschliste vom Freund klickt, seht ihr das da alles so aufgeführt. Den Namen des Artikels und auch den Preis dessen. Und dahinter steht dann so ganz toll und gediegen, dieses Objekt verschenken. Oh mein Gott, ja, was mache ich, wenn ich dieses Objekt nun verschenke? Große Krise, ihr habt mich ja gefragt, hey, gehört mir das dann auch, gehört mir das nicht, ist meins dann weg? Oh mein Gott. Ja, also passt auf, wenn ihr das einem Freund schenken wollt und ihr es selber noch nicht besitzt, dann kauft ihr das nur für den Freund und nur der Freund erhält dann dieses Objekt. So, habt ihr dieses Objekt selber schon gekauft und wollt dies nun auch einem Freund oder einer Freundin schicken, müsst ihr das nochmals bezahlen und dann wird es auch gleich an euren Freund oder eure Freundin versandt. So, so viel dazu. Ja, aber was gibt es noch Tolles im Store? Ihr seht da gerade diesen wunderbaren Pfeil, auf den der auf meine Simpoints zeigt. Ich habe momentan 575. Ich bin ziemlich arm momentan. So, und jetzt seht ihr auch kurz die Store-Übersicht. Ja, das ist halt die Übersicht vom Store. Und dort unten, dort wo gerade der Pfeil beim Tagesdeal blinkt, dort gehen wir jetzt mal rauf. Und dann seht ihr auch den aktuellen Tagesdeal. Und ja, diesen nutze ich auch immer total aus. Ihr seht ja da gerade in der Übersicht Tagesdeal. Der aktuelle Tagesdeal läuft seit einer bestimmten Zeit immer. Ihr seht dann immer, wann der Verkauf endet. Dieser endet zum Beispiel in 2 Stunden, 54 Minuten und 19 Sekunden. Und ja, dann seht ihr auch, wie viel davon schon verkauft wurde, also 39%. Und dass dieser wunderbare Tagesdeal auch reduziert wurde. Und jetzt nur noch 39 Simpoints kostet, statt 75, also ihr könnt da wirklich bis zu 50% sparen, wenn ihr wollt. Und dafür hebe ich immer ein bestimmtes Level an Simpoints auf, wenn ich irgendwas sehe, was ich unbedingt haben will. Und das ist gerade im Tagesdeal, dann kaufe ich mir das natürlich. Und deswegen halte ich da immer so diesen kleinen Puffer und gebe nicht alles auf einmal aus. Und ja, das erzähle ich euch einfach, damit ihr euch das vielleicht auch zu Herzen nehmen könnt und auf diese Art und Weise auch eine Menge Simpoints sparen könnt.
So, das war es jetzt auch zu den Store-Inhalten. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Wenn nicht, könnt ihr einfach nochmal zurückblättern und es euch nochmal anschauen. Wenn nicht, fragt einfach nochmal in den Kommentaren nach, wenn euch etwas unklar ist. Denn wir kommen jetzt zu einem für euch vielleicht interessanteren Thema, nämlich den Mods. Gut, zu den Mods. Was sind Mods eigentlich? Mods sind Spielemodifikationen und insbesondere für die Sims 3 gibt es auch ganz viele verschiedene Seiten, die diese anbieten. Meine bevorzugte Seite ist Enraced Industries. Und ja, es gibt natürlich auch ganz viele andere, die ihr natürlich auch besuchen könnt, aber ich habe mir die jetzt als Beispielseite rausgepickt, da ich sie ja auch selber benutze. Und ja, weil man sich bei der auch nicht anmelden braucht, weil es gibt auch andere Seiten, da muss man sich anmelden und so ein Quark. Und hier ist es einfach viel unkomplizierter. Und ja, dann versuche ich euch jetzt einfach mal die Seite so schnell wie möglich und so präzise wie möglich zu erklären. Also ihr habt ja auf der linken Seite zum Beispiel alle Mods aufgeführt. Wenn ihr darauf klickt, bekommt ihr eine individuelle Beschreibung für diesen Mod, was der denn gerade so macht oder was auch nicht. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel vom Overwatch-Mod, wie ihr den installiert und wie ihr es schafft, dass er auch im Spiel funktioniert. Weil ich habe ganz oft gelesen, dass er dann irgendwie nicht funktioniert bei euch und ach je. So, also fangen wir einfach mal an. Ihr geht jetzt zum Beispiel auf den Overwatch-Mod. Der ist einfach nur dazu da, dass er euch bestimmte Sachen im Spiel löscht, korrigiert oder was auch immer, wie zum Beispiel Stereoanlagen ausschaltet oder Autos löscht. Das seht ihr ja immer bei oben bei mir im Spiel im Let's Play. Und ja, dafür ist er einfach da, aber wie kriegt ihr den jetzt? Ihr müsst darauf achten, wenn ihr jetzt auf diesen Mod klickt, habt ihr da diese Übersicht. Und dort unten seht ihr jetzt einfach diese Zahlen vor diesen Mod-Aktualisierungen. Da ist zum Beispiel 1.48 oder 1.50 und 1.50 ist unsere jetzige Version. Ihr müsst die auch immer je nach Patch aktualisieren. Also wenn jetzt ein neues Patch rausgekommen ist für den Sims 3 Store oder fürs Spiel generell, müsst ihr gucken, ob eine neue Aktualisierung da ist. Dann müsst ihr immer wieder zu dieser Seite zurück, woher ihr diesen Mod habt oder beziehungsweise auf eine andere Seite, wo eine Aktualisierung für diesen Mod da ist und müsst ihr euch den halt aktualisieren. Und ja, die momentane Version ist einfach die 1.50 Version. Wenn ihr jetzt zum Beispiel den letzten Patch nicht installiert habt, weil es da so viele Probleme gab oder sonst was, habt ihr auch noch die alten Versionen dazu stehen. Dann nehmt ihr diese, die gerade für euer Spiel aktuell ist. So, ich nehme jetzt einfach mal hier die 1.50 Version. So, und dann bekommt ihr da unten in diesem Kästchen, was ich gerade markiere, so, da steht halt der Download und da klickt ihr drauf und dann downloadet sich das ganz von selbst. Und ja, dann bekommt ihr diesen Download in euren Download-Ordner verschoben. So ist es jedenfalls regulär eingestellt, wenn ihr das irgendwo anders hin verschieben wollt, weiß ich nicht, was ihr da für Einstellungen habt, aber regulär landet dieser Download dann in eurem Download-Ordner. Ihr könnt das Ganze jetzt entpacken mit diversen Programmen. Funktioniert in der Regel immer, mache ich aber nicht. Ich mache es so ganz unleger und ziehe mir das auf den Desktop, etwa so. Und ja, vom Desktop ziehe ich mir das dann in meinen Sims 3-Ordner. Den findet ihr unter Electronic Arts Sims 3. Und ja, da habt ihr jetzt in der Regel noch keinen Mod-Ordner installiert. Ihr drückt jetzt einfach da oben auf Neuer Ordner und gibt dort Mods ein, M-O-D-S, und ja, schließt diesen Ordner ab, öffnet diesen Ordner, öffnet eine Datei, die nennt sich Packages, und das schreibt ihr einfach auch noch in diesen Ordner und da schmeißt ihr euren Overwatch-Mod rein. So. Alles erledigt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Spiel startet und ihr denkt euch, hey, alles super, ich habe den Mod, funktioniert es leider noch nicht. Ihr braucht nämlich eine Datei, die das Ganze im Spiel öffnet, nämlich die Resource-Datei. Ja, die bekommt ihr zum Beispiel bei Ship, aber ihr könnt auch in der Suchmaschine irgendwas anderes eingeben, Resource-Datei Sims 3. Und ja, dann findet ihr auch andere Download-Seiten für diese Datei. Ich habe euch jetzt hier auch mal Ship aufgeführt und auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, das downloadet ihr ganz einfach. Dann bekommt ihr das wieder in den Ordner für Downloads versandt. Installiert einfach diese Datei dort und folgt einfach den Anweisungen ganz einfach. Und danach wird euch auch die Möglichkeit gegeben, das Ganze wieder zu entpacken. Oder ihr zieht die Datei einfach wieder auf den Desktop, das bleibt euch überlassen. Und ja, diese Datei, die ihr gerade auf euren Desktop gezogen habt oder entpacken wollt, schiebt ihr einfach in den Mod-Ordner, nicht in den Packages-Ordner, sondern neben den Packages-Ordner, etwa so. So, und wenn ihr dann alles zusammen habt, die Datei neben dem Packages-Ordner und eure Mods, die ihr haben wolltet, im
Packages, Ordner, dann funktioniert alles und ihr habt gar kein Problem beim Spielen. Ihr kriegt dann immer noch so eine Statusmeldung, wenn ihr das Spiel startet, dass diese Mods aktiv sind und in eurem Spiel vorhanden sind. Und ja, das war's dann im Prinzip auch schon. Das Einzige, wo ihr darauf wirklich achten müsst, ist dann auch immer diese ganzen Mods zu aktualisieren, je nach Patch-Level. Und ja, worauf ihr auch noch achten solltet, wenn ihr ein neues Spiel installiert von den Sims, jetzt zum Beispiel Inselparadies, was bald rauskommt, oder wenn ihr ein Patch neu installiert, nehmt diesen Mod-Ordner, den kompletten Mod-Ordner, den ihr im Sims 3-Ordner drin habt, nehmt ihn raus, schmeißt ihn auf den Desktop und installiert erst dann die neuen Sachen. Weil sonst können Fehler auftreten, weil die Dateien sich nicht richtig updaten können, weil dieser Mod-Ordner da drin ist und der nicht wirklich erkannt wird bzw. verkannt wird, weil der eigentlich nicht zum Spiel gehört. Also schmeißt ihn in der Zeit immer raus und holt ihn nach der ganzen Installation wieder rein, dann kann auch gar nichts mit eurem Spiel passieren. Und ja, so viel dazu, wie man Mods installiert. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle verstanden. Und ja, falls nicht, stellt einfach nochmal Fragen in den Kommentaren oder schreibt mich persönlich an oder was auch immer. Ich kann euch ruhig weiterhelfen. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt alles verstanden vom Thema 1 bis zu Thema 2. Und ich wünsche euch noch einen super Tag und freue mich dann auf nächste Woche, wenn es wieder heißt, was geht los da rein? Bye!